Ja, ich habe heute die Möglichkeit gehabt, mit dem Hubschrauber die ganzen Schäden zu besichtigen. Und die wichtigste Botschaft ist, wir haben eigentlich keine Personenschäden. Die Schäden sind beträchtlich. Einerseits, was den Radweg betrifft, von Siljan nach Lienz, aber insbesondere auch das gesamte Straßennetz, andererseits die Äcker, die überflutet sind, und aber auch der Wald ist in einem ganz schlimmen Zustand. Und hier die Galizenklamm, da hat es natürlich ein enormes Ereignis gegeben. Man sieht dieses Haus, da haben die Leute drinnen gewohnt und die haben dann in der Nacht rausgehen müssen, damit also sich gerettet haben. Also wir haben gravierende Schäden in Millionenhöhe zu verzeichnen. Aber hier ist sehr wesentlich, dass der Zusammenhalt gegeben ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen und das Land Tirol sichert finanzielle Unterstützung zu. Wir haben im Bezirk Lienz einen Großeinsatz bewältigt mit Hochwasser und Sturm und sind mehr als dankbar, dass uns heute der Herr Landeshauptmann besucht und den Blaulichtorganisationen und der Bevölkerung Mut und Dank ausspricht. Wir sind sehr, sehr verbunden mit unserer Heimat und freuen uns, dass es so gut ausgegangen ist, vor allem, dass niemandem was passiert ist. Mir ringt es großen Respekt ab, was die gesamten Organisationen zu leisten imstande sind. Die Bezirkshauptfrau, die die Einsatzleitung hier organisiert hat, mit den freiwilligen Organisationen, Blaulichtorganisationen, mit der Polizei, mit dem österreichischen Bundesheer, Wildbach- und Lawinenverbauung, Baubezirksamt, alle haben hier zusammengeholfen. Und das ist eigentlich schon eine sehr positive Erfahrung, dass in so einem Katastrophenfall eigentlich dieser gegenseitige Zusammenhalt gegeben ist, dass man gemeinsam versucht, das Beste zu bewältigen. Die Arbeit beginnt jetzt aber. Jetzt müssen die ganzen Aufräumungsarbeiten gestartet werden. Aber ich bin mir sicher, dass es auch gut über die Bühne gehen wird. Die positive Botschaft ist, dass man eine vorsichtige Entwarnung geben kann. Denn in den nächsten Tagen ist nur mit wenig Niederschlag zu rechnen. So glaube ich, dass wir das Gröbste überstanden haben.